Gut, ich bin zurück. Ich wähle wieder Wilson. Erstmal ein sonniges Willkommen zu einer weiteren Folge Don't Starve Together. Wir sind erfolgreich immer noch nicht verhungert. Was meinst du mit weiterer Folge? Das ist doch unsere erste Folge. Die erste Folge. Okay. Wir machen eine erste Folge Don't Starve Together. Ja, ja. Dann haben wir nie zwei Folgen vorher aufgenommen, verstehe ich. Okay. Sehr gut. Sehr gut, ja. Finde ich gut. Oh Gott. Da ihr ja das erste Mal eine Folge seht, der gute The Heretic Spot, mit dem ich immer wieder spiele, nimmt den The Solus Automaton. Ich werde den Wilson nehmen, der die ganz besondere Fähigkeit hat, sich einen hervorragenden Bart wachsen zu lassen. Und ich klicke jetzt auf Go. Ja, ich bin schon sammelnd. Oh. Der hängt mich hier schon wieder ab. Merkt ihr das? Der versucht hier schon wieder. In welche Richtung bist du gerannt? Norden. Du bist nach Richtung Norden gerannt. Also in Don't Starve Together geht es darum. Du bist nach Norden dran, da ist doch gar nichts. Da ist ein Wasser. Ja, da kannst du auch so rumgehen. Bist du nach rechts gegangen oder nach links? Ich bin rechts rum. Super, ah ja, ich sehe jetzt. Jetzt sehe ich die abgegrasten Sachen. Allerdings sehe ich hier noch einen Stein, den ich einsammeln kann. Sehr gut. Den hast du nicht eingesammelt. Ich sehe einen weiteren Stein, den du nicht eingesammelt hast. Und zwei Settings. Sehr gut, dann kann ich jetzt schon mal eine Axt herstellen. Du hast schon mal den ersten Stein auseinandergenommen. Ja. Prima. Ja, dann sollten wir jetzt... wir müssen jetzt irgendwoher doch Stroh kriegen. Wo kriegen wir denn Stroh her? Okay, ich hätte die Spitzhacke haben. Du nimmst die Axt, du bist für Holz zuständig. Okay. So sparen wir Ressourcen. Ich habe den Weg genommen. Ah, ich sehe... Jetzt sehe ich das erst. Ich sehe hier deine Figur ganz klein am Bildschirmrand, wenn du aus dem Bild raus bist. Ja. War mir vorher gar nicht aufgefallen. Eventuell kann ich uns unser erstes Butter besorgen. Oh, hier sind Bienen. Oh, die sind später mega nützlich. Da kannst du dann später, die kannst du später zur Verteidigung deiner Festung benutzen. Okay. Ja, du stellst das Ding halt hin und wenn denen halt was aggressiv kommt, dann gehen sie halt drauf. Und die sind halt echt nervig zu töten. Und so geht das halt auch den NSCs. Sehr gut. Also zumindest ging das mal. Ich hab Don't Starve ewig nicht mehr gespielt. Okay, jetzt hast du mich so weit abgehängt. Ah, vielleicht drei Dinger. Cool. Vier, fünf. Schande. Hier sind echt viele, ja. Aber ich habe nicht so viel Stein. Ich habe nur vier Steine. Was? Wir müssen langsam mal was. Was? Nein. Oh, er ärgert sich. Ich glaube, die sind den Kopf. Wie viele Steine hast du? Ich noch gar keinen, also nicht deutsche. Lass mich den Fisch einsammeln. Hier, guck mal, da ist sogar Gold drin. Ich habe hier zwei Steine, warte. Hier ist auch noch ein großer Block Stein, komm hierher zu mir. Hier ist ein großer Block Stein. Hier, mach den großen Block platt. Den großen Block. Ich hab drei Steine. Hier, drop. Zack, hier, drei Steine. Du bist jetzt auch sehr leise bei mir. Ich bin bei dir leise? Ja. Okay, also ich hab garantiert nichts verändert. So, warte mal, ich mach jetzt hier mal einen Baum platt. Ich hab genug Steine. Wie viel Holz brauchst du denn jetzt noch? Ich brauche für die... Fire Pit. Ich brauche zwei Blocks. Okay, ich habe mehr als genug. Ich habe fünf. Wo wollen wir den bauen? Wollen wir hier gleich einen in der Nähe bauen? Ja, lass uns gleich hier einen bauen. Es ist gleich so weit. Okay, lass uns den aber hier im Grün machen, wo wir dann nachher auch Pflanzen und sowas anbauen können. So, hier. Blink. So, dann fange ich nämlich schon mal an mit dem Pflanzen. Zack. Dann pflanze ich nämlich hier schon mal ein paar Pflanzen.
Nein. Was machst du da? Spitzhacke. Also ich habe genug an Sachen, Material dabei, sodass wir ein bisschen was reparieren können. Okay. Ein bisschen was neu bauen können. Ja, aber wieso finden wir hier keinen Strom mehr? Das war früher so. Das hast du einfach an jeder Ecke gefunden. Ja, in meiner Welt gibt's anscheinend keinen Strom. Das ist total merkwürdig. Hast du das irgendwie aus Versehen in den Settings ausgemacht oder so? Nee, ne? Nee, ich hab einfach. So, wir uns mal ein Treibesettings. Okay, jetzt wird langsam echt Kraft hier. So, ich werf nochmal einen Lock hinterher. Okay. Ich hab noch die drei Stück von. Die mir vorher gegeben hast. Ich hab gar keine Nahrung diesmal gefunden. Ich hab, hab ich was? Ich hab, Seeds. Ich kann. Hier, Seeds hab ich. Ja, ich hab auch gerade Seeds gefunden. Die hat der Vogel gerade mitgebracht. Wie viel Nahrung brauchst du denn schon? Ich bin bei 3/4. Ja, nicht. Ja, ich bin auch so in dem Dreh. Aber ich würde trotzdem schon mal gerne was essen wollen. Ja, ich geb dir auch einen der Seeds, die ich gerade gemacht habe. Die sind halt schon geguckt. Jetzt? Wie machst du das, dass der das sagt? Ich stick auf das Feuer. Dein Charakter gibt ganz andere Antworten. Ja. It reminds me of something. So, was brauchen wir? Wenigstens, wir haben. Heretic, wir haben die erste Nacht überstanden. Es ist wieder Tag. Natural. Natürlich haben wir das. Ja, selbstverständlich. Also, es könnte uns gar nicht anders passieren, als dass wir nicht das schaffen. Ja, klar. Ich hab überhaupt nichts gesagt. Gut, dann können wir uns jetzt auch trennen, weil wir haben ja einen Punkt, an dem wir uns sammeln können. Ja, wir müssen den Pool wiederfinden können. Aber, wir trennen uns nicht, weil, aus dem einfachen Grund, ich habe die Spitzhacke. Du hast die Axt. Ja, ich könnte jetzt auch. Ich könnte jetzt auch einfach eine Spitzhacke machen und ich mir eine. Oh, guck dir das an. Ich werde hier einfach. Ja, du kümmerst dich erstmal um die Axt und so weiter. Und die Bäume. Ja, ich werde mich mal umgucken. Ich werde einfach mal ein bisschen jetzt auf Forschungsreise gehen. Ja. Na? Ich werde schon mal Stein sammeln am Ende. Und es gibt jetzt einen Hammer. Den kann ich aber nicht machen, weil ich Stroh brauche. Ist klar. Wie kriegt man denn Stroh? Muss man die jetzt irgendwie anders? Nee, ne? Stroh war einfach Stroh. Standardmäßig. Denke ich auch. Ich habe Stroh gefunden. Yay! Ich brauche wieder. Nein, ein Augenvogel, verdammt! Meine Spitzhacke ist kaputt. Hier sind so eine kleinen, ja, wie Echsen, ja? Und wenn die sich vor mir erschrecken und wegrennen, dann lassen die Cut Grass fallen. Hast du noch Zweige? Hier, warte mal, guck mal. Hier, diese Viecher, nicht töten, ja? Weil wenn die vor mir wegrennen und sind reif sozusagen, dann lassen die einen Cut Grass fallen. Okay. Du brauchst Zweige? Wie viel? Ja, Zweige habe ich 7 Stück. Einen mindestens. Ich glaube, ich kann nur alle auf einmal droppen lassen. Ja, dann droppe erstmal alle. Ich muss mich für eine Spitzhacke herstellen. Ja, ist kein Problem. Mach mal. Ich gehe einfach wieder laufen und suche neue. Ja, also bitte diese Viecher nicht töten. Das ist im Moment unsere einzige Einkommensquelle an. Das ist nur eigentlich die Einnahmequelle an Cutgrass. Ja, ich werde hier auch nur jetzt meinen. Nur Stein, Gold und alles. Und ich guck mal schon mal, ob ich irgendwo Kaninchenlöcher finde, sodass ich uns was zu futtern besorgen kann. Ah! Oh, Augenvogel. Hatte ich aber erwähnt. Diesmal habe ich ihn erwähnt. Ja, der ist bloß. Noch hat er mich nicht. Der ist ein bisschen weiter weg. Ich bin ganz nah dran. Das
So. Dann mache ich. Oh, der Baum ist schön groß, den mache ich mal platt. Sehr gut. Nein, die Spitzhacke ist wieder kaputt. Ich brauche eine bessere Spitzhacke. Ich bringe auch mal ein paar Steine mit. Obwohl wir das Wichtigste, wofür Steine brauchen, schon gebaut haben. Ja, also ich habe das echt ewig nicht mehr gespielt. Ich weiß halt nicht, ob die Mechanik hier in Don't Starve Together halt anders funktioniert. Zum Beispiel, dass wir, wie gesagt, kein Gras finden zum Wachsen. Das ist... Keine Ahnung, was das soll. Wie weit bin ich denn jetzt schon weg? Ich bin ja schon ein ganzes Stück weit weg, oder? Wo ist denn hier unsere... Ist das hier unsere Feuerstelle? Ich glaube. Okay. Naja, jetzt weiß ich gar nicht, ob ich meinen Mauszeiger überhaupt eingeblendet habe bei meiner... Sodass meine Zuschauer die sehen können. Keine Ahnung. Ich weiß sie auch nicht. Aber... Ich muss sagen... Ah, da ist die Feuerstelle. Ich habe die Feuerstelle gefunden. Ah, okay. Warte mal, das ist ja mal eine interessante Frage. Sehe ich, wo du abgebildet bist? Nö, sehe ich nicht. So, aber ich habe einiges an Steinen eingesammelt. Aber ich habe noch keine Nahrung wirklich gefunden. Vögel kriegen wir so noch nicht. Wir haben hier einen Busch und wir haben hier ein Rabbit Hole. Recht im Campfire. Oh, super. Das Rabbit Hole ist natürlich richtig wertvoll. Das müssen wir uns am Morgen, am Tag dann mal angucken. Okay. Aus den Rabbit Holes kommen halt relativ regelmäßig neue Rabbits raus. Und dann stellst du dich einfach zwischen das Hole und den Rabbit. Geh weg! Was seid ihr? Ich weiß es nicht. Geh weg! Da! Hinter mir sind gerade ein paar Roboter hinterher. Das sind seine Freunde, oder? Red mit denen, dass sie weggehen sollen. Geht weg. Okay, ich hab sie abgehängt. Schuh. Aber ich werd langsam hungrig. Oh, ich habe ein Wormhole gefunden. Ich bringe auch nochmal 3 Seeds mit, aber die werden... Oh ja, ich bin auch richtig hungrig. Ja, also, keine Ahnung. Oh! Ich bring nochmal Cut Grass mit. Und hier sind ja richtig viele, geil. laufe ich jetzt überhaupt richtig zu dir zurück? Ah ne, anscheinend nicht. Ich glaube, das... Oh, da ist so eine Karte richtig. Cool. Ach, du kanntest die Karte noch gar nicht? Nee, kann ich nicht. Geh weg, meine... Also ich habe 4 Seeds. Damit können wir uns satt essen. 5 Seeds, yeah! Aber war hier nicht irgendwo das Campfire? Wo ist denn das Campfire hin? Ach, da unten. Ach. Sehr gut. So, wo? Fire level is low. Okay. Zack. Was hast du gesagt? Ah. Aber, hier. Ich kann den Gold Nugget angucken, ne? Ich respektiere seine. Nee, appreciate. Leitfähigkeit, ja. Ja, die Leitfähigkeit, das war mir klar, aber. Ach, siehst du das auch mal? Komm mal hier runter zu mir. Siehst du doch diese Viecher, ne? Wenn ich jetzt zu dem hingehe, ja, dann lässt der vor Schreck halt Cut Grass fallen. Oh, nice. Oh, hier ist wieder Marmor. Oh fuck, es ist fallen! Dazu musst du es einfach anklicken in dem Ding. Puh! Warte mal. Puh! Hier, für den Notfall. Gib mir mal am besten das Cut Grass, was du eingesammelt hast. Damit wir uns nicht mit unterschiedlichen Sachen hier das einmüllen. Ja. Ich gebe dir mal die Steine, die ich unterwegs eingesammelt habe. Ja, ich habe jetzt 65 Steine.
Ich könnte auch einen Kompass bauen. Cool. Okay. So, hier schnapp dir die. Oh, cool. So, wo meintest du, ist das Rabbit Hole? Du bist ja rechts. Hier. Moment, Moment, ich muss hier die Krähe gerade verscheuchen. Ah, super, okay. Ich habe super wenig Lebenspunkte. Ja, du wurdest doch gerade von Monster geknutscht. Ah, ganz übel. Ja, also für die, die Don't Starve nicht kennen, wenn es dunkel wird, dann kommen Monster halt. Und die können dich dann halt verletzen. Und desto mehr du an Sanity verlierst, das ist das hier unten, das Gehirn, was so nach und nach zusammenschrumpelt, desto heller kann es sein und das Monster kommt trotzdem. Oh, ich habe einen Goldnugget gefunden. Sehr schön. Ah, Sanity kann man zum Beispiel herstellen, indem man Blumen pflückt. Ja, also hier so eine hübsche Blümchen, das kann man pflücken, dann wird die Sanity ein bisschen besser. Ich esse mal ein Blümchen. Bringt zwar nicht viel, aber immerhin. Was ist? Ich habe gerade die Marvel-Statue getragen und der Roboter meinte so, Menial Labors are not for robots. I don't have muscles. 01, 01, 01, 01, 01, 01. Oh Mann. Oh, sehr gut, sehr gut. Was ist das denn? Okay, ich habe einen Moonrock gefunden. Moonrock? Weiß ich nicht mal, wofür es da ist. Ich habe Eis gefunden. So, ich gehe jetzt mal zurück in der Hoffnung, dass jetzt ein Rabbit da ist. Aber selbst dann, wir haben dann nur einen Rabbit. Ich finde einfach nichts, womit wir uns im Moment ernähren können vernünftig. Das ist voll furchtbar. Ja. Yep. Wir haben keine Bären-Sträucher gefunden. Nichts. Irgendwie voll hart gerade. Ja, ich habe jetzt auch nicht mehr wirklich. Oh, da ist ein Hase. Ich sehe einen Hasen. Erstmal feststellen, wo sein Loch ist. Ich weiß ja, wo sein Loch ist. Und dann musst du dich zwischen ihn und das Loch stellen, bevor du anfängst, ihn zu jagen. Okay. Oh, ich hab ein paar. Okay. Ich hab ein paar Bärensträucher entdeckt. Wie komm ich denn da hin? Und jetzt? Was mach ich jetzt? Ihn schlagen mit deiner Picke. Und er wird dann versuchen wegzulaufen. Du machst das ein paar Mal. Am besten, wenn er versucht, auf dich zuzurennen, um zu seinem Loch zu rennen, dann zuschlagen. Und wenn du Glück hast, kriegst du ihn. Hier muss doch irgendwo mal ein Übergang sein zu der Kackinsel da drüben. Ach, der war unten. Dovi. Yay. Da war ja unten einer. Ich habe einen Hasen getötet. Ich hätte Fleisch essen können. Ja, super. Ich bin jetzt schon am Verhungern. Aber ich habe gerade ein paar Bärensträucher gefunden. Sehr gut. Da bin ich jetzt auf dem Weg hin. Allerdings. Oh, Seeds? Seeds einsame? Später können wir aus den Seeds auch selber was ziehen. Es wird langsam wieder duster. Ja, ich habe aber die Torch dabei. Ich werde dann einfach mit der Torch weitermachen, weil ich brauche jetzt Nahrung. Ich habe meins noch nicht gegessen. Und ich habe auch keinen. Ich habe nur die Torch. Ich habe kein. Du hast kein Holz? Nein. Dann musst du auch die Torch anmachen. Sorry, aber ich bin jetzt gerade da um die Ecke. Versuche. Naja, du hast ja noch Zeit. Guck mal, du hast ja noch richtig Zeit. Das sind ja bestimmt noch fast 2 Minuten, bis es dunkel wird. Da, ich sehe dich da oben. Ja, weil hier, ich habe hier eine Carrot, 3 Büsche. Verpiss dich, du verdammter
Gommel! Geh weg! Hier ist noch ein Hasenloch. Ja, Hasenlöcher merken und regelmäßig abklappern. Oh ja. Oh, noch eine Carrot? Ah, wo ist denn das Hasenloch? Etwas hätte da unten. Ob ich mein Magisch so verschrumpelt. Okay, ich finde das Hasenloch nicht. Was isst du da? Alles, was ich essen kann. Ich würde das erst in die... Lass uns das lieber erst braten, weil dann kriegst du mehr davon. Okay. Also du bist jetzt am Hasenloch schon vorbeigelaufen, ne? Okay. Also ich muss jetzt auch was kurz essen, weil ich jetzt schon echt Schaden bekommen habe durch den Hunger. Lass uns rasch zurückgehen, weil dann müssen wir die Torches nicht verwenden. Okay. Huch, was wächst hier denn? Tree Sapling. Ach cool, du hast den Suspicious Marble hier schon hergetragen. Ja, habe ich. So, okay. Zack. Ich bin tot! Nein! Folge mir! Ja, mach mich wahnsinnig. Ich sehe jetzt auch einen kleinen Geist in mir. Folge mir! Ja, seht ihr das, wie er mich auslootet hier einfach? Mich armen Kerl? Okay, was... Lass uns mal Folgendes machen. Ach, geh einfach sterben, Alter. Ich will hier nicht ewig rumstehen. Wir waren auf jeden Fall schon deutlich besser. Ja. Mother? Oh, wie cool. Ich kann das Feuer haunten, aber ich kann nicht dich haunten. Ich bin ja auch ein Roboter, wie willst du einen Roboter haunten? Aber ich kann die Science Machine horten! Wenigstens kann ich jetzt mal die Welt erforschen gehen. Tschö, ich bin da mal weg. Oh Gott, jetzt wird's sogar hell wieder. Schrecklich. Komm schon, lass dich verhungern einfach, ganz ehrlich. Ich will jetzt hier nicht die ganze Zeit nichts machen können. Ich geh jetzt. Oder starte einfach eine neue Welt oder so. Ich geh jetzt in den Kampf. Ich ziehe in die Schlacht. Gegen den Augen. Gegen den Augen. Bird? Natürlich. Gegen den Augenvogel? Okay. Ein episches Ende für den The Heretic, der in seinem heretischen Roboter. Gegen den Augenvogel. Ach, warte mal. Bleib mal kurz hier. Versuch mal einen von denen zu killen. Nee, nicht so schnell. Ah, schade, hab ich befürchtet. Freedom! Hol dir sein Ei! Mega, ich haunte den Vogel, der attackiert mich jetzt. Nein, er folgt dir wieder. Oh, wir sind alle verstorben. Oh, was Überraschendes. Oh Gott, das war eine 25-minütige Episode. Ja, okay, immerhin. Oh, hier läuft Geist rum. Guck dir das mal. Ja, na gut. Dann mach mal einen Restart.
Okay, ich würde sagen, bei der Episode cutten wir jetzt. Ja, eine sonnige Verabschiedung von dem Sunny und dem The Heretic Spot. Und wir sehen uns demnächst bei Borderlands oder wieder einer weiteren Folge Don't Starve Together. Bis dahin, tschüss. Auf Wiedersehen.